1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Einmal so. Dann 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 nach hinten gebaut. Nice. Das hier. Dann machen wir jetzt das, das erste Mal hier rein. Weg. Das vier Stück, genau, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann Diablock. Gibst du irgendeine besondere Kühlfähigkeit? Wir haben meistens immer Molten Endelium genommen oder Molten Ender. Weil das jedenfalls in Sky war es das mit der höchsten Kühlung. Temperatur 1600 K 300.000 K. Ah, hier bei den Eiern steht das. 769.000 K. Wie viel Wasser? 300.000 K. Eik, sollen deine Essenskisten auch ins Meer? Ja. 999.000. Dann nehme ich doch Emerald oder Enderium. 160.000. Molten Obsidian 100.000.
Also Molten Emerald wäre schöner als Enderium, weil Enderium haben wir nicht wirklich. Lumium 100.000, Signalum 100.000, Inva 140.000, Iridium 140, Platinum 140.000, Clay 700.000. Manulin 100.000. Dann nehme ich Manulin. Was muss man da eigentlich erreichen? Die höchste Zahl oder die niedrigste? Keine Ahnung. Weil zum Kühlen ist es ja meistens eigentlich tatsächlich die niedrigste. Im Grunde brauchen wir den gar nicht kühlen, weil der geht eh nicht in die Luft. Aber es ist effektiver. Ich glaube, der verliert ja an Leistung, je heißer er wird. Warum? Ach, da passen immer 1000 rein. Das ist ein Eimer. Zweite Eimer. Dritte Eimer. Vierte Eimer. Stahl. Fünfmal scheiße. So, hier vorne kommt das Glas rein. So, dann kann das hier schon zugemacht werden. Dann der Redstone-Dings kommt hier an. Oder wo haben wir eine Leitung? Wo haben wir eine Leitung? Kurze Frage, warum sind da 16 Car-Storage-Teile drin? Die habe ich durch die Quest gekriegt. Können wir die noch upgraden? Keine Ahnung. Doch, mach mal das dort hin. Und das machen wir hier und hier. Das ist der Output. Das ist der Input. So. Ach shit, da oben müssen ja auch noch so eine Dinger rennen. Dort.
Aha. Da. Und da. So, so. Mal den dahin. Das machen wir dann 2, 4, 6. Genau. Passt, wackelt, hat Luft. Füllt man die eigentlich gar nicht auf? Welche? Die innen drin. Jetzt hast du es ja nur von oben, ob man die eigentlich von allen, also alle Blöcke zumacht. Ist doch alles zu. Nein, ich meine damit, jetzt hast du nur von oben mit den hier runterfließen lassen, ob man wirklich jeden Block ausmacht. Das reicht komplett aus. Das war meine Frage. Oh, the fluid manulin is not valid for the reactors in Terry Dingsbums. Ja, gut. Also doch, in Derium. Ja gut, ich brauche ein weiteres Reaktor-Fuel-Rod. Was? Eins ist gerade verbrannt. Oh je, meine. Reaktor-Fuel-Rod mache ich schnell. Ich mache das anders, in Dia-Blöcke. Die kühlen genauso. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ach, scheiße. So, das. Das. Und einmal hier. Fertig. Müsste funktionieren. Jo. Hier. So und so. Und den Chest-Transporter. Hier. Raus. Also war das doch richtig. Und das hier muss andersrum. So, starten wir mal. Wir machen aktuell, wie viel machen wir? Okay. 4,2 Kilo RF pro Tick.
Also es dürfte jetzt keine Probleme mehr geben. Funktioniert, oder? Ja. Allerdings muss ich noch den Strom rauspumpen. Also 4,18 kilo RF müsste jetzt mal reichen. Vielleicht die neuen nehmen. Wenn ich keine dabei habe, kann ich keine nutzen. Ja, gut. Irgendwas stimmt noch nicht so ganz. Warum? Weil da drin hat er dauerhaft voll, nur in den Kabeln kommt nichts an, beziehungsweise in den Maschinen. Was mich ein bisschen verwundert. Er zieht auf jeden Fall raus. Ah, ich weiß, wo das Problem liegt. Die Kabel sind nicht stark genug.
So. Was? Nö.